und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal und zwar einem weiteren Part von Venice. Ja, es ist wieder viel passiert, wir kriegen neue Bücher und neue Sachen und neue Pläne, aber ich lasse euch jetzt mit dem Storypart in Ruhe. Ja, noch einen kleinen Cut, sehen wir uns beim Storypart. Yay. So. Wo ist denn Katze hin? Oh, schöne Banner, die er platziert hat. Und eine neue Kiste, auch interessant. Hier ist eine Kiste. Crazy Cold. Ich muss ihn fragen, dass er sie anlocken kann, dass ich sie öffnen kann. Okay, Druckplatte. Irgendwer war hier. Vermutlich Crazy Cold. Brauche ich mal lieber ab, bevor jemand anderes denkt, man kann hier durch. So. Oh. Zwei Bücher. Statuen wollen was von dir. Die schreien nach dir. Das Patze. Stopp das Ritual. Sie dürfen nicht zulassen, dass die Person die ultimative Waffe beschwört. Hilft und lasst ne zu Caro. Caro? Wussten Sie, dass nicht die Kirche die reichste Person dieser Stadt ist? Die Kirche hat Macht, da sie den Richter kontrolliert, so wie den König. Aber wissen Sie, was man sich mit Reichtum kaufen kann? Macht. Ich gebe Ihnen mal einige Hinweise vielleicht. Wollen Sie sie melden? Klinge, Kisteninhalt, Chaos, Tod. Wen könnte ich nur meinen? Lange lebe die Anarchie. Okay, irgendwer denkt, dass die Statuen von irgendjemand anders sind und ich soll das Ritual stoppen, aber die Statuen sind hier von mir und Arctu. Und er hat schon zwei gebaut. Eines hier auf da hinten. Irgendwo, ja, da sehe ich schon. Eines sind auf ganz hinten und eine, habe ich gehört, soll da hinten sein irgendwo. Ah. Guten Tag. Löwe des Freiheits. Okay. Hast du schon die Unterkunft gesehen von der zweiten Statue? Nein, noch nicht. Nur die erste bis jetzt. Bei Scracked müssen wir aufpassen, weil ich habe da was gehört. Auch da oben ist die Kirche komplett zerfetzt worden. Die Frage ist, wieso? Ist eine andere Frage. Aber an sich ist wieder bei der Kirche, wenn man reinguckt. Warte, komm mal her. Quod falsa ecclesiae propagationem et tuit diudicare et faciete insua. Aber anscheinend möchte Arno uns warnen wegen der Propaganda, die die Kirche verbreitet. Und Arno, habe ich gehört, ist zum Tode bestraft worden, aber er ist irgendwie entkommen und flieht, oder was? Ja. Weißt du etwas davon? Nein. Wenn du meinst. Okay, du musst eine Tür erstmal reparieren. Ja. Hey, genau, zeig mir das andere Ding. Ich hab's gut versteckt. Genau. Bam. Was ist da? Ist unter Obsidian noch was? Nein. Okay. Wir müssen hier dann weiter bauen, um unsere Statuen hinzubeziehen, vielleicht ein einziger Altar. Da kannst du Rituale durchführen, wenn du willst. Ja, das ist eine gute Idee. Das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Autsch! Okay, hast du. Eine Frage an dich. Was ist eigentlich mit deinem Auge passiert? Ich hab mir was spritzen lassen. Was hast du dir spritzen lassen? Blut. Warum hast du dir Blut spritzen lassen? Ich wollte eine Fähigkeit von Arno haben. Also weißt du schon, was mit Arno ist, oder? Ja. Was ist mit ihm? Er ist versteckt. Wo? Eigentlich in sein Haus, aber jetzt ist er weg. Wegen Mordes, was hat er ihr angetan oder ihm? Ja, gut, okay, ja. Ist ein Wesen, das. Warte kurz mal, ein Wesen. Und was für ein Wesen? Das muss ich noch erforschen. Und was aber was dieses Wesen? Also, er ist stark, wenn er Menschenfleisch ist. Und das ist, glaube ich, hauptsächlich sein Einzigenau, dass er so richtig zunehmen darf. Das heißt, er ist Kannibale. Kann man so sagen.
Aber er kann sich Du ja gut willst diese unterdrücken. Fähigkeit auch haben, deswegen hast du dir sein Blut gespritzt, was ich auch vorhin geopfert habe, oder was? Also, Ja, vor allen Dingen Taro. ja. Hier ist übrigens das Gerichtshaus. Das ist irgendwie ein. Leute, zurück mein Enderreich. Ja, ich Hier ist war sie. da drin im Gericht. Ja, ich war nicht Also. da. Ich habe nichts mitbekommen, was geurteilt wurde. Das hier hat Ender Eyes mir erzählt, dass hier so ein Schilder waren mit der Aufschrift Lügner und da wurde Scracked verurteilt wegen irgendwas, ich weiß nicht was. Ja, gegen Fackeln, also dass er die Kirche abgefackelt hat. Ach so, das hatte. Ich habe gehört, dass die Kirche abgefackelt wurde, deswegen ist sie ja so neu. Geh nach oben, ich komm schon nach. Wir müssen dann fragen, was das hier ist. Das Ja, mach Schild mal ist jetzt mal. abends. Übrigens, wir wissen nicht, wer dieser Carlos ist oder wer bei diesem Statuenbrief, wissen wir nicht. Und wir haben eine neue Person namens G. Aber naja. Können wir Lightning töten? Das werden wir bald. Wir müssen irgendwann sein Blut holen und dann opfern wir es. Dann, wenn er stirbt, gehört die Seele ihm. My Lord, der Statuenbau läuft wie gehabt ab. Bald werden wir mehr Basen haben. Gut, baut schon nicht weiter. Eine vierte, wie gesagt, wäre eine gute Idee. Akt, du weißt, was du zu tun hast. Ja, mein Gott. Ich habe, weil die Volus mir ihre hellseherischen Fähigkeiten gegeben haben, hab ich gesehen, dass der Vatikan brennen wird. Dies ist richtig. Ich werde unter den Schatten unter Kommando von General Oxworth in die Stadt eingehen und alles und jenes zermetzeln für unsere Schattenarmee, während du deine Eltern und deine Familie tötest, um deine Treue endgültig zu beweisen. Also wird der Vatikan brennen. Wie erwünscht. Wir müssen uns auf den Weg machen. Wir müssen neue Seelen holen und die Statuen bauen. Das war's jetzt hier mit diesem kleinen Storypart. Mit neuen Büchern, mit einem neuen Typ namens, also G, der ja auch sich dann später noch gemeldet. Also, habe ich jetzt herausgefunden. Jetzt haben wir noch nicht nur Aros am Hals. Ob Crazy Cold jetzt Aros ist oder Helle Herrscher, werden wir bald erfahren, wenn er die Kisten unlockt. Und. Löwen. Genau, Statuen werden noch gebaut. Ich würde sagen, ja, schaut bei alle Beteiligten im Projekt vorbei. Natürlich auch noch bei Arctur, die ja neu dazugekommen ist seit einigen Tagen. Würde ich sagen, lasst ein Like da. Gerne. Was? Gerne, tschüss. Okay, tschüss. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr aufgenommen habt und mehr von mir wollt. Bis zum nächsten Mal. Arctur, das letzte Wort geht an dich. Tschüss.